Ja, den Trailer hast du ja gerade schon gesehen. The Unreal Environment Mega Bundle geht an den Start. Den Link dazu packe ich dir natürlich in die Videobeschreibung und in die Kommentare. Das Ganze soll Game Ready sein, stand zumindest im Trailer und besteht aus zwei Teilen. Einmal hier aus Asset und Landscape Packs sozusagen. Und da gucken wir mal ganz kurz rein. Die sind auch alle begehbar, glaube ich. Hier haben wir zum Beispiel 212 Meshes von diesem Medieval Village Pack. Und Moment, hier Interiors, okay, und hier steht's, all buildings are fully enterable. Also das ist auf jeden Fall vielleicht auch eine Alternative zu diesem Kitbash-Ding, was ich letztens gezeigt habe. Und in der Form gibt es hier einmal das Stylized Nature Pack, Destroyed Buildings. Dann haben wir hier Post-Apocalyptic Town. Hierbei gibt es auch ein fahrbares Fahrzeug, so ein Blade Runner-mäßig sieht das, glaube ich, so aus. Kann man ein bisschen rumheizen hier. Dann haben wir das Modular Dungeon, Abandoned Factory. Alles auch sehr hochwertig und dann den Dragon Temple, Medieval Town oder Medieval Town, Desert Town und dann passende Medieval Houses und Wooden Buildings. Und jetzt kommt der zweite Teil, das sind hier so Sound und Music Packs. Hier haben wir einmal Monster Sounds, wie viel sind's? Ah, hier stand's schon, ne? 40 Monster Sounds. Dann haben wir nochmal Rain und Wind Sounds, 10 Stück. Dann haben wir hier die Game Music Essentials, das sind, mal eben rein, 5 Tracks, die man loopen kann. Dann haben wir die Horror Ambient Loops. Und hier unten noch ein bisschen Kleinkram, Medieval Weapons, das Stylized Village, Medieval Houses und das Castle Kit. Und alles zusammen gibt es für 23,20 Euro. Der Link ist wie gesagt in der Videobeschreibung. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du damit machst, ob es brauchst oder nicht. Und lass uns natürlich gerne auch auf meinem Discord-Server darüber diskutieren. Und zeig bei uns auch natürlich sehr gerne, was du alles schon daraus gebastelt hast. Jeder ist da herzlich willkommen. Ich wünsche dir wie immer viel Erfolg bei deinem aktuellen Projekt und wir sehen uns im nächsten Video. Unreal Engineer, out.